solche Politberater oder solche Menschen, die da überhaupt durchblicken, gibt es nur sehr selten. Und Herr Hörstel blickt durch. Er ist auf unserer Seite und ich bitte, seiner Rede zuzuhören. Wir sind froh, so einen aufrechten Polizist und Buchautor in unseren Reihen zu wissen. Bitte, die Rede von Herrn Hörstel bitte ich zuzuhören. Vielen Dank. Danke. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen und Shalom. Ramazan Mubarak. Ein ganz besonderer Gruß geht heute an unsere Polizei mit vielem Dank für ihre Mühe, an die Innenverwaltung, dass sie uns doch noch diese Marschroute erlaubt hat und an den Verfassungsschutz, der auch heute wieder feststellen wird, dass wir hier uns alle besser an die Verfassung halten als manche Regierung und Institution dieses Landes, einschließlich er selbst. Der Kurztag ist der Tag des Gedenkens an das Leid Palästinas. Gerade in diesen Tagen bombardiert Israel wieder an vielen Stellen. Nebenbei bemerkt, kann eigentlich irgendjemand beweisen, dass die Angriffe auf die drei Fahrzeuge in Südisrael bei Eilat tatsächlich von Palästinensern ausgeführt wurden? Wie auch immer, es darf vermutet werden, dass Israel für jeden einzelnen der 8 in diesen Tagen getöteten Israelis 100 Palästinenser töten möchte. Denn das ist seit dem Gaza-Massaker 2008, 2009 der Standard im Morden Israels an Palästinensern. 100:1. Meine Forderung ist deshalb: Schluss mit dem Morden an Palästinensern. Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina. Freiheit für Palästina. Bevor wir zu Al-Quds kommen, vielleicht ein hilfreicher Blick in die Weltpolitik. Während wir hier stehen, schwimmen an den Küsten des Iran 3 Flugzeugträgerverbände der amerikanischen Seestreitkräfte. 3 Flugzeugträgergruppen, das wissen wir, das wissen die Militärstrategen, ist genug, um ein Land kaputt zu bombardieren. Und deswegen sage ich, Finger weg vom Iran, Finger weg von muslimischen Ländern. Wir Westler schaden doch nur uns selbst. Das ist dummes Zeug. Und ein Blick zurück, vor fast 10 Jahren haben die USA begonnen, die ganze Welt mit ihren Terrorerfindungen, mit Drohungen, mit Erpressung, mit Mord und mit Folter und mit Krieg zu überziehen. Und sie haben Europa an ihre Seite gezwungen. Das war doch nicht unsere freie Entscheidung. Das hat der NATO-Generalsekretär verkündet und er hat wortwörtlich gesagt. Und den Rest der Informationen holen sich die Regierungen bei den amerikanischen Botschaften. So geht das. Und da ist keine Lüge zu primitiv, keine Erklärung zu dumm, kein Beweis ist zu schwach und kein Bericht zu weit neben den Tatsachen. Diese ganzen Kriege klappen eben nur, weil die Bevölkerungen wie die deutsche Bevölkerung von ihren großen Medien belogen werden. Jeden Tag wird hier gelogen, dass sich die Balken biegen. Washington ist heute unangefochten eine Supermacht der Lüge. Deutschland, aber auch Europa, hat in den letzten 60 Jahren eine ursprünglich deutlich verantwortungsvollere Haltung in Palästina aufgegeben und schafft es heute nicht mehr, Israel in seine Schranken zu weisen. Ich kann nur sagen, es liegt mir nicht an der Vernichtung des Zionismus, nein, es liegt mir an der Überzeugung und an der Überwindung des Zionismus, denn ich bin gegen eine gewaltsame Zurückdrängung des Zionismus. Ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Die Argumente, das positive Beispiel, das muss stark sein. Wir in Deutschland, in Europa sorgen in unverantwortlicher Weise für die militärische Aufrüstung der Mörder in Tel Aviv. Ich sage Tel Aviv, weil Tel Aviv die Hauptstadt Israels ist und nicht Jerusalem, wie wir immer wieder fälschlich lesen. Man kann den iranischen Präsidenten
Ahmadinejad sicher vielfach kritisieren und seine Politik auch, aber seine Frage, die er gestellt hat in Bezug auf Palästina, die ist sehr korrekt. Er hat nämlich gesagt, warum müssen eigentlich die Palästinenser für die Verbrechen an den Juden vor 70, 80 Jahren bezahlen? Warum nicht Deutschland? Warum nicht Europa? Das ist korrekt. Der Beschluss der Vereinten Nationen zur Teilung Palästinas war rechtswidrig. Er atmet den Geist des Kolonialismus. Heute sind beide, die USA und Europa, pleite. Von vielen Völkern verachtet und von manchen bekämpft. Und die Menschen bei uns sind unzufrieden mit ihren korrupten Regierungen. Und von solchen korrupten Regierungen, die sogar ihre Steuerzahler bestehlen und den Großbanken alles zuschieben wollen, können wir doch keine Lösung für Palästina erwarten. Das ist Unsinn. Die schreckliche Lage in Palästina heute ist der Offenbarungseid korrupter Politik durch die USA und Europa. Der jetzige radikale Zionismus ist eine Verirrung des jüdischen Glaubens. Der Zionismus ist der Feind der Menschlichkeit, der Feind des Friedens und der Feind der guten und gerechten Lösung für das Palästina-Problem geworden. Immer mehr Juden erkennen dies und Alhamdulillah, zum Glück, Gott sei Dank, können wir einige von solchen aufrechten Juden hier begrüßen. Als Christ mit einem kleinen Anteil jüdischer Vorfahren glaube ich an drei Dinge. Erstens, oder an vier. Es ist Gottes wunderbares Wirken, dass wir drei Religionen haben zur Verehrung des einen Gottes. Aber es ist Gottes Hausaufgabe an uns, dass wir drei Religionen uns untereinander gut verstehen. Und da hier meistens Muslime stehen, erlauben Sie mir bitte von außen eines zu sagen. Es hilft überhaupt nicht, wenn sich Schiiten und Sunniten nicht miteinander verstehen und nicht zusammenwirken. Danke. Solch eine Trennung hilft nur den Feinden des Islam. Gott will, dass Muslime, Juden und Christen einander helfen. Der Al-Quds-Tag ist der Tag, an dem wir das zeigen können, alle zusammen. Und diese Hilfe sieht doch so aus, dass Verbrechen erst einmal korrekt benannt werden müssen, dann müssen sie bestraft werden und dann muss verziehen werden, ihr Lieben. Verzeihen ist wichtig, aber vergessen, niemals, niemals darf vergessen werden, was Palästina angetan wurde. Denn wenn wir vergessen, können unsere Kinder nicht mehr lernen. Und was müssen wir lernen? Wir müssen lernen, erstens, das Unrecht an den Palästinensern dauert zwei Generationen. Entschuldigung für den Ton. Zwei Generationen. Das ist zwei Generationen zu viel. Es muss jetzt aufhören. Dafür wollen wir kämpfen. Zweitens, was wir lernen müssen. Palästina gehört zusammen. Und alle Palästinenser gehören nach Palästina. Drittens. Es ist das Schicksal der jüdischen Minderheit, weltweit zerstreut zu leben. Wir glauben kaum, so mächtig die Juden in den USA sind, dass dort nur 12 Millionen Juden leben. Nebenbei gesagt, gibt es dort genauso viele Muslime in den USA, 12 Millionen, aber von denen hört man fast nichts. Das ist die Tatsache heute. Wir können uns als andere Völker kaum vorstellen, was das für ein Leben ist, auf der ganzen Welt in kleinsten Minderheiten verteilt zu leben, wie die Juden das tun müssen. Und deswegen sollen wir von Palästina lernen. Türen auf für alle, auch für die Juden. Es gibt ein sehr interessantes Flugblatt, das ist mir gerade in die Hand gedrückt worden. Ja? Da steht Folgendes drin. Kein Al-Quds-Tag in Berlin. Seit 1979 finden jedes Jahr auf der ganzen Welt sogenannte Al-Quds-Märsche statt. Und jetzt kommt's, um den Hass auf den westlichen Lebensstil und gegen Israel zu schüren. Ja, wundervoll. Ich glaube, wir haben das gerade gehört. Also, ich sage es nochmal ganz deutlich, das ist Blödsinn, was hier verteilt wird. Wer so schlechte Argumente hat,
er kann politisch natürlich nicht gewinnen. Wir predigen keinen Hass auf Israel und schon gar keinen Hass auf Juden. Juden gehören zu uns, gehören zum täglichen Leben. Das Einzige, was mich an dieser Runde stört, ist, dass so verdammt wenig Deutsche da sind, aber wir werden daran arbeiten. Und der vierte und letzte Lernpunkt von Palästina ist, es gibt keinen Glauben, der minderwertig wäre. Gott hat alle Religionen gleichwertig geschaffen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, gerade in Deutschland wichtig, dass 70 Jahre nach der Verfolgung der Juden jetzt nicht auch noch Muslime verfolgt werden. Heute ist Kurztag in Deutschland, in Berlin, in Duisburg, in vielen anderen Städten weltweit. Dass ich hier offen und frei sprechen darf, ist ein Teil der Welt, wie wir sie uns alle wünschen. Eine freie, eine gemeinsame Welt. Ein Frieden in Gerechtigkeit. Gerade auch in und mit Palästina und seinen Menschen. Das ist das, was wir uns wünschen. Ich bin heute hier, um dies zu sagen. Frieden und Sicherheit entstehen nicht durch Waffengewalt und nicht durch Unterdrückung. Israel kann sich aufrüsten, bis es vor Atomwaffen nicht mehr laufen kann. Das wird seine Sicherheit überhaupt nicht erhöhen, nicht einen Millimeter. Und wenn sie wieder neue Waffen an den Gazanern ausprobieren, die den Körper von innen verbrennen und außen die Haut intakt lassen, na und? Macht das Israel sicher? Macht das die Toten wieder lebendig auf beiden Seiten? Nein. Wir sollten den Kurztag zum Teil eines Schwurs machen. Ein gerechter Friede und Freiheit für Palästina. Wir schwören, dass wir uns dafür einsetzen wollen. Und wir wenden uns damit gegen Mächte, die dies seit vielen Jahren zu verhindern suchen. Darauf gibt es eine Antwort, die ich als Christ von muslimischen Brüdern mit Freude und mit Gewinn gelernt habe. Zwei Worte, die uns alle daran erinnern, wer in dieser und wer in der nächsten Welt wirklich die Macht und die Kraft hat. Wer die Liebe hat und wer die Barmherzigkeit hat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zwei Worte für die ganze Schlusszeile in unserem wichtigsten christlichen Gebet. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der letzte Satz des Vaterunsers. Diese zwei Worte heißen Allahu Akbar! Allahu Akbar! Na Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Danke, das hat man auch am Wittenbergplatz gehört. Ich sage vielen Dank. Shukran Jazilin. Mocha Karam. Danke. Vielen Dank, Christoph. Deine Rede hat auch oder besonders die Muslime bewegt. Wir sehen, dass auch Nicht-Muslime auf unserer Seite sind. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Und jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Hier ist ein kleiner Junge, 4 Jahre alt. Er heißt Mikael. Er sucht seinen... Solche Politberater oder solche Menschen, die da überhaupt durchblicken, gibt es nur sehr selten. Und Herr Hörstel blickt durch. Er ist auf unserer Seite und ich bitte, seiner Rede zuzuhören. Wir sind froh, so einen aufrechten Polizist und Buchautor in unseren Reihen zu wissen. Bitte, die Rede von Herrn Hörstel bitte ich zuzuhören. Vielen Dank. Und an den Verfassungsschutz, der auch heute wieder feststellen wird, dass wir hier uns alle besser an die Verfassung halten als manche Regierung und Institution dieses Landes, einschließlich er selbst. Der Kurztag ist der Tag des Gedenkens an das Leid Palästinas. Gerade in diesen Tagen getöteten Israelis 100 Palästinenser töten möchte,
Denn das ist seit dem Gaza-Massaker 2008, 2009 der Standard im Morden Israels an Palästinensern. 100:1. Meine Forderung ist deshalb: Schluss mit dem Morden an Palästinensern, Freiheit und Gerechtigkeit. In diesen Tagen bombardiert Israel wieder an vielen Stellen. Nebenbei bemerkt, kann eigentlich irgendjemand beweisen, dass die Angriffe auf die drei Fahrzeuge in Südisrael bei Eilat tatsächlich von Palästinensern ausgeführt wurden? Wie auch immer, es darf vermutet werden, dass Israel für jeden einzelnen der 8... Danke. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen und Shalom. Ramazan Mubarak. Ein ganz besonderer Gruß geht heute an unsere Polizei mit vielem Dank für ihre Mühe, an die Innenverwaltung, dass sie uns doch noch diese Marschroute erlaubt.